Ein Oldtimer auf vier Rädern. Moderator Stefan Lendi ist auf der Suche nach einer Garage für seinen Klassiker von Weber. Guten Morgen. Kann ich helfen? Sehr gern. So. Vanoli in Thalwil. Eine gute Adresse für Weber-Produkte. Doch auch für alte Rostlauben? So. Kleiner Patient, gut 20, hebt und funktioniert nicht mehr ganz so alles. Könnt ihr auch noch helfen? Das ist auf jeden Fall ein Thema bei uns. Das ist ja der Vorteil von einem Webergrill und der Vorteil vom Weberstore. 20-jährige Grill, da gibt es immer noch Ersatzteile. Lass uns zum Marcel hintergehen. Der Marcel kann dir zeigen, was alles noch verfügbar ist zu dem Grill. Machen wir so. Alte Liebe, die ein wenig rostet. Doch wird diese schon bald wieder neu entflammt? Marcel. Hallo. Kleiner Oldtimer-Patient für dich. Jawohl. Kann man da noch etwas machen? Ja, da kann man immer etwas machen. Den bringen wir auf jeden Fall wieder her. Kein Problem. Wenn du willst, kannst du in der Zwischenzeit mal schnell in unsere Grillabteilung schauen, was es so für Neuheiten gibt. Bin gespannt, was wir heute noch machen auf dem Grill. Okay, gern. Bleib bei dir, ja? Jawohl. Am Alten hängt das Herz. Doch der einzige Weber Flagship Store der Schweiz zeigt, wie sich der Grill in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Das sehen wir nach einem echten Grill aus, nach einem zeitgemäßen. Ja, genau. Was kann so ein Grill alles mehr, außer einfach eine Bratwurst oder einen Servi grillieren? Mit dem habe ich eigentlich so die komplette Abdeckung. Also das ist eigentlich ja, grundsätzlich eine Outdoor-Küche. Ich habe die gleiche Möglichkeit wie mit einem normalen Grill. Ich kann mal auf der Bratwurst machen, aber ich kann mit dem wirklich auch ganze Menüs grillieren. Als Beispiel wäre es jetzt gerade der Wok, den wir hier haben. Es gibt Pizza, Steine, Bräter und so weiter. Es gibt auch ganz viele verschiedene Einsätze, die genau da reinpassen. Nach Lust und Laune. Du hast vorhin gesagt, inklusive Wok oder sogar Pizzas kann man drauf machen. Genau, also wie gesagt, es gibt auch Pizzas machen, die da drauf recht cool rauskommt. Der Stefan, unser Grillmeister, ist gerade einer dran. Also wenn du mal vorbeischauen willst. Essen kann ich jederzeit. Merci. Neben der Grillhardware gibt es bei Vanoli auch noch die Academy. Hier lehrt Grillmeister Stefan. Stefan, Namensvetter. Hoi, Stefan. Der erste Grillmeister, den ich kennenlerne. Was macht ein Grillmeister genau? Eigentlich alles. Also, wir haben ganz viele verschiedene Grillkurse, die wir anbieten. Das ist eigentlich so ein bisschen die Hauptaufgabe von einem Grillmeister. Den Leuten zeigen, wie man die Sachen auf dem Grill macht, wie die Grill funktioniert. Und das ist eigentlich so unser Hauptmetier. Jetzt bist du gerade Pizza am Machen. Was braucht es, dass eine Pizza richtig gut wird auf dem Grill? Pizza ist absolut genial, wenn man gerne Pizza hat, mit einem Pizzasteigling im Zimmer. Aber am besten hilfst du gerade schnell mit. Gell? Grill und Bratwurst, das gehörte früher mal zusammen. So, hätte ich gesagt, haben wir genug rumgeknetet, tun wir sie mal auf den Grill. Gell? Heute sind die Möglichkeiten des Grillierens quasi grenzenlos. Auf der Terrasse von Vanoli gibt es den Praxistest. Grill ist parat, vorgeheizt, 20 Minuten. Was jetzt noch muss achten? Dort beim Pizzastein stellen wir jetzt ab, keine Searson. Und jetzt machen wir eigentlich. Machst du auf, der Pizzastein ist drin, okay? Genau. Und jetzt noch ein kleines Trickchen. Ich tue immer am Anfang schnell mit dem Backpapier. Und nach 2 Minuten nehme ich dann das Backpapier weg. Dann klebt es nicht an, ne? Ganz genau. Mhm. So, die 10 Minuten sind um und das sieht hervorragend aus. So. Transport über und ab auf den Tisch. Währenddessen arbeitet Firmeninhaber Reto Vanoli schon mal an der Vorspeise. Hey, das sieht ja super aus bei euch haben zwei. Haben wir gut gemacht, gell? Also wirklich sensationell. Ich habe euch schon mal frische Focaccia und von der Berkel frisch aufgeschnitten Jamon. Könnt ihr schon mal probieren. In der Zwischenzeit mache ich euch dann gerne Pizza parat. Die richtige Tischkultur von Vanoli darf natürlich nicht fehlen. Hardware, aber auch Know-how zum Thema Grillen treffen an diesem Ort zusammen. So. Ein schönes Bier dazu. So lässt sich's leben. Einen guten, geniessen's. Danke mal, einen guten Bier, merci. Und in der nächsten Folge wollen sich die beiden dann an den Klassiker wagen. Ein gutes Steak.